Ja, guten Abend, gute Nacht, na ja, auch nicht. Ja, wir sind jetzt bei einer neuen Session von Phoenix Wright Justice for All. Wir sollen jetzt die arme Adrian weich kochen. So. Madame Kaka. Na, wenn man schon die Initialen AA hat. Ja, dafür kann sie ja bestimmt nichts. Ihre Eltern muss man verteufeln. Ja. Und wie man sieht, wir sind nicht mehr an dem Rande des Todes, ist doch auch schön. Jo, das ist gut. Schauen, also hol dich mit aus seinem Zimmer. Und was tat Herrngard zu dieser Zeit? Er machte ein Nickerchen. In dem Kostüm, alle Achtung. Die Nickel-Samurai-Darbietung bei der Preisverleihung hatte ihn erschöpft. Das stimmt mit Herrn Ongards Aussage überein. Es kann also nicht aus seinem Zimmer entfernt worden sein, richtig? Entschuldigung, es? Was meinen Sie? Freit, hast du in der Schule nicht gelernt, wie man einen anständigen Satz bildet? Wenn du es nicht schaffst, einen Satz mit einem Subjekt zu bilden, muss ich es tun. Frau Andrews, haben Sie Herrn Ongards Messer aus dessen Zimmer entfernt? Nein. Subjekt, Verb, Objekt, Freit. So viel zum Grundschulwissen. Die Zeugin möge fortfahren. Ja, Edgeworth ist immer derselbe Schambolzen wie immer. Ja, wie immer. Und warum sollten Sie das getan haben? Als nette Geste. Juan stand vor einem Auftritt mit dem anderen Superhelden. Sollte also eine echte Superfamilienshow werden, was? Ach, wir machen mal weiter. War das wirklich der einzige Grund? Entschuldigen Sie, worauf wollen Sie hinaus? Sie hatten doch einen ganz bestimmten Grund, sich mit ihm einzulassen, oder nicht? Vielleicht hatten Sie mit dem Opfer ja etwas eher Persönliches zu besprechen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich hatte nichts derartiges vor. Ohne einen stichhaltigen Beweis bekomme ich Sie nie zum Reden. Können wir dann fortfahren? Zeugin, was haben wir beim Betreten des Zimmers gesehen? Aber tot, ich stand unter Schock. Ja, klar. Sie standen also unter Schock? Ja und, was hätten Sie denn erwartet? Sie hatten eiskalt ihr kühles Blondes getrunken und wären wieder nach Hause gegangen. Frau Andrews ist eine sehr berechnende Person. Egal wie eng die Beziehung war, ich glaube kaum, dass sie an Herrn Corrida verliebt war. Ja, jeder, der zufällig über eine Leiche stolpert, würde unter Schock stehen. Du kannst doch von einer so schönen Frau nicht erwarten, dass sie so etwas kalt lässt. Charmeur. Was hat denn mit der Schönheit damit zu tun, wie jemand auf eine Leiche reagiert? In der Tat. Na, ich glaube, ich kann mir denken, was da ist. Das ist das Foto, auf das sie sich beziehen, korrekt? Ja, das, auf dem man das Messer in seiner Brust stecken sieht. Und der Gitarrenkoffer stand der genauso da? Ja, natürlich, aber geöffnet und leer. Und dann, was taten Sie als nächstes, Zeugin? Ich bin Grünbräucher nicht gewesen, ne? Naja. Saft. Ja, es stand eine Flasche Tomatensaft auf dem Tisch, also bediente ich mich. Aber getrunken haben Sie nichts, oder? Auf dem Glas wurden keine Lippenabdrücke gefunden. Ich fühlte mich nicht gut, also stellte ich das Glas wieder hin, ohne zu trinken. Frau Andrews, ich würde die Sache gerne noch einmal mit Ihnen durchgehen. Als Sie Herrn Corridas Leiche fanden, standen Sie also unter Schock. Und daraufhin gossen Sie sich ein Glas Saft ein, korrekt? Ja, und?
Sie haben nicht draus gesoffen, also wirklich. Ich wusste in dem Moment nicht, was ich tat. Sie wussten nicht, was sie taten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Finden Sie nicht, dass Sie ein wenig grob sind? Ach, ich kann auch viel gröber werden. Ich war so benommen, dass mir eine Unachtsamkeit unterlief. Eine einzige Kleinigkeit. Welche einzige Kleinigkeit? Vergessen Sie es, nichts. Was wollte sie da gerade erzählen? Ja, weiter. Ja. Frau Andrews, ich bin überzeugt, dass Ihnen, wie Sie sagten, am Tatort eine Unachtsamkeit unterlief. Ich wüsste nur gerne, worum genau es sich bei dieser Unachtsamkeit handelte. Ach, ehrlich gesagt, das wüsste ich auch gerne. Es tut mir leid, es ist, die Sache ist mir etwas peinlich. Sie mussten jetzt ihre Unterwäsche verstecken? Boah, weißt du, dass sie welche trägt? Als ich das Glas auf der Kommode abstellte. Na, ich glaube, du möchtest nicht wissen, woher ich das weiß. Warf ich aus Versehen die Blumenvase herunter. Blumenvase? Meinen Sie die, die auf dem Tatort, auf dem Tatortfoto vom Tatort zu sehen ist? Ja, welche Blumenvase? Ach, das hier? Die Splitter, ja, der Scherbenhaufen. Diesen Scherbenhaufen? Ja, sie stand auf der Kommode. Aber als ich mit dem Ellenbogen gegen sie stieß, fiel sie auf den Gitarrenkofferraum. Warum haben Sie uns ein so wichtiges Detail vorenthalten? Es tut mir leid, ich dachte, es hätte keine weitere Bedeutung. Eigentlich schon. Das würde erklären, warum auf der äußeren Klappe des Gitarrenkoffers Wasser war. Das würde aber auch bedeuten, dass der Gitarrenkoffer geschlossen war. Ja, als sie die Vase umgeworfen hat. Ja. Der Tatort war ja sowieso schon ein einziges Chaos. Scheitert hätten wir damit eine weitere Tatsache zutage gefördert. Bitte schließen Sie in Aussage dieses und sämtliche weiteren Details ein. Entschuldigung, aber mehr habe ich nichts hinzuzufügen. Mehr habe ich nicht berührt. Aha. Wie sah die Blumenvase genau aus? Es war eine Glasvase, ziemlich groß und schwer. Ich wollte Juans Puls fühlen. Deshalb haben sie die Vase runtergeworfen? Also stellte ich das Glas auf der Kommode ab. Dabei stieß ich versehentlich mit dem Ellenbogen gegen die Vase. Da es eine schwere Vase aber war, müssen sie einen sehr starken Ellbogen haben. Seltsam, ich dachte, sie hätte sich immer total unter Kontrolle. Das ist es, was sie andere gerne glauben machen möchte. Denk immer an den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Bis jetzt gibt es leider keine offensichtlichen Widersprüche in ihrer Aussage. Ich habe dich gewarnt, so einfach ist die Nuss nicht zu knacken. Deine einzige Chance ist, Weiter weiter anzugreifen. anzugreifen. Ups, ja. Pausenloser Angriff. Um sie zu kriegen, brauchst du stichhaltige, eindeutige Beweise. Ich muss irgendwas finden, irgendetwas für Maya. Ach du Mann. Also ich weiß schon, irgendwo muss man den Gitarrenkoffer wahrscheinlich runterbringen. Wir sollten ihr das Foto zeigen. Gucken. Okay, mal gucken. Das müsste das hier sein, genau. Und? Puh. Gut. Sie sagten aus, sie hätten die Blumenvase umgeworfen. Ist das korrekt? Ja. Und Sie sind sich absolut sicher, dass sie auf den Gitarrenkoffer fiel? Gibt es mit meiner Aussage irgendein Problem? Nicht nur irgendein Problem, sondern ein gewaltiges Problem. Der Deckel des Gitarrenkoffers war nass, soweit so gut.
Allerdings ist genau das das Merkwürdige an der Sache. Frau Andrews, Ihrer Aussage nach fiel die Vase auf den Gitarrenkoffer. Allerdings, dann hätte der Koffer von innen nass werden müssen und nicht von außen. Pardon, start da recht. Das ist allerdings nicht das einzige Merkwürdige an dem Gitarrenkoffer. Sondern? Werfen wir doch noch einmal einen genauen Blick auf das Tatortfoto. Die Überreste der Vase sind auf dem Boden verteilt. Was ist daran so merkwürdig? Wäre der Gitarrenkoffer bereits geöffnet gewesen, als die Vase umfiel? Müssten sich die Glasscherben doch im Koffer befinden, nicht außerhalb. Worauf willst du hinaus, Freit? Darauf, dass der Koffer geschlossen war, als die Vase umgestoßen wurde? Ist das alles? Nein, erinnerst du dich an die Aussage von Frau Andrews? Sie behauptete, außer der Vase nichts berührt zu haben. Ja, das stimmt. Damit hat sie praktisch gesagt, dass sie den Koffer nicht berührte. Aber der Gitarrenkoffer ist auch vollkommen bedeutungslos. Die hellrote Gitarre wurde im Studio gefunden, der Koffer ist für den Fall unerheblich. Das mag ja sein, aber auf den ersten Blick scheint ein leerer Gitarrenkoffer für diesen Fall bedeutungslos. Anscheinend der Gitarrenkoffer spielt in diesem Fall keine Rolle. Was denken Sie, Herr Wright? Halten Sie es für nötig, mehr zum Gitarrenkoffer zu hören? Aussage vorhanden, Ja, jawohl. wenn schon, denn schon. Ja. Wir haben auch schon einen Papagei als Zeugen gehabt, also warum nicht? Und Der Lehrer. Paps, der war gut. Ja, Pauli. Ist meiner Meinung nach der Schlüssel zur Lösung dieses Falls. Unglaublich, dass irgendjemand sich an so belanglosen Details aufhält. Typisch für dich. Ich kann auch nicht glauben, dass ich das hier gerade wirklich tue. Okay, ich spiele mit fürs Erste. Frau Andrews, wenn ich Sie dann um Ihre Aussage zum Gitarrenkoffer bitten dürfte. Ja, euer Ehren. Da bin ich mal gespannt. Ich kann mich nicht genau erinnern, ich war noch etwas benommen. Ich denke, ich öffnete den Gitarrenkoffer, nachdem ich die Vase umgeworfen hatte. Nicht weiter wichtig, oder? Immerhin war der Koffer ja leer. Aber warum ich den Koffer öffnete, das weiß ich selber nicht. Ich glaube schon, dass ich da was weiß. Scheint wirklich nicht weiter von Belang zu sein. Diese Zeitverschwendung ist mir schon so vertraut, dass sie fast tröstlich ist. Ja, wie auch immer, ich würde dann gerne mit dem Kreuzfeuer beginnen. Wie auch immer. Wie immer wechselst du das Thema, wenn es für dich unbequem wird. Ja, wir haben ja auch ein so schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja. Nachdem ich die Vase umgeworfen hatte. Ich würde sagen, da angreifen. Ja. Lag das daran, dass sie geschockt und benommen vom Fund der Leiche waren? Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn ich eine Leiche finden würde, würde ich zuerst suchen, wo sind Gitarrenkoffer zum Öffnen. Ja, genau. Sie weiter so unter Druck zu setzen, führt zu nichts. Ich muss Beweise vorlegen, sie zum Reden zu bringen. Genau. Wäre ein Versuch wert. Komm schon, Phoenix, wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Ich will ja auch gar nicht nachlassen, aber... Sie ist angeschlagen, das ist unsere Chance. Ja, sicher, wenn wir bloß irgendeine Waffe hätten, um sie zu schlagen. Ich bin sicher, dass irgendwo in deiner Gerichtsakte eine Waffe auf ihren Finder wartet. Aber wenn ich überlege, auf dem Gitarrenkoffer waren ihre Fingerabdrücke nicht, sondern nur die von Gorilla, aber auf dem Glas schon. Zeig dir mal den Gitarrenkoffer. Stimmt. Mal schauen. So, versuchen wir es mal. Und? Es kann unmöglich sein, dass Sie den Gitarrenkoffer geöffnet haben. Woher wollen Sie das wissen? Ich bin allwissend.
Ganz einfach, meine Liebe. Die einzigen Fingerabdrücke auf dem Gitarrenkoffer waren die des Opfers. Was ist mit den Freunden los? Ich könnte den Koffer doch auch berührt haben, ohne Abdrücke zu hinterlassen. Mit ihren Füßen oder was? Wie bitte? Was, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass ich Handschuhe anhatte? Handschuhe? Warum sollten Sie denn bitte Handschuhe angehabt haben? An dem Abend fand die Preisverleihung statt. Zu der Gelegenheit habe ich natürlich eine Schale geworfen. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin fast sicher, dass ich Handschuhe anhatte. Aha. Also Herr Freud, die Zeugin trug anscheinend Handschuhe, als sie sich am Tatort befand. Das ist merkwürdig. Ja. Sie Tomaten auf trugen Handschuhe. Tomatensaft. Finden Sie das nicht auch etwas merkwürdig? Was soll daran bitte merkwürdig sein? Sie sind nicht der Typ für Handschuhe. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass ich keine Handschuhe anhatte? Ja. Aber nur Hier ist der Beweis, dieses Glas. ja. Das Glas? Auf dem Glas sind Ihre Fingerabdrücke eindeutig nachzuweisen. Ja. Sogar wenn Sie die Handschuhe ausgezogen hätten, um sich den Saft einzuschenken, fänden Sie es nicht auch ein ganz klein wenig merkwürdig?